Oh Mann, diese Arbeit stinkt mir bis über alle Ohren. Ich will Freiheit und keine Arbeit. Jetzt raus hier, ich will nicht hinter euch alles immer aufräumen müssen. Ich muss mal überlegen. Was kann ich tun, damit ich nicht mehr so viel arbeiten muss? Am einfachsten ist es, wenn ich mein Erbe von meinem Vater einfach abhole. Dann kann ich in die Welt gehen und einfach machen, was ich will. Das ist wohl die einfachste Lösung oder die beste Lösung, von diesem Bauernleben hier wegzukommen. Vater, kommst du mal bitte runter? Ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen. Ja, mein Sohn, ich komme gleich. Also, was hast du mir zu sagen, mein Sohn? Komm, wir setzen uns da hinten auf die Stühle. So, was hast du mir zu sagen, mein lieber Sohn? Es ist so, Vater, ich mag das Leben hier auf dem Bauernhof überhaupt nicht. Die tägliche Arbeit geht mich voll auf die Nerven. Ich habe mir zu etwas entschlossen. Ich möchte mein Erbe bitte jetzt schon haben. Ich will das Leben in der Welt ausprobieren. Aber mein Sohn, das Leben in der Welt wird dir schaden. Ich habe mich schon entschlossen, Vater. Versuch mich nicht zu überreden. Na ja, ich kann dir ja eh nichts mehr abschlagen, du bist ja schon erwachsen. Warte kurz, ich hole dir deinen Anteil. So, die Hälfte bekommt mein Sohn. So, hier ist dein Anteil. Ich gebe dir noch ein Pferd mit. Danke, Vater, du bist echt lieb, aber du musst mich nicht falsch verstehen. Ich mag das Bauernleben halt nicht so. Mein Sohn, mir fällt der Abschied schwer, aber du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Vater. So, ich glaube, hier befindet sich das beste Restaurant aus der ganzen Stadt. Das Essen schmeckt hier wirklich sehr gut, aber ich muss sagen, es kostet auch schon eine Menge Geld. Ist es genug für Sie? Oder wollen Sie noch etwas? Nein, danke, es reicht. Hallo, ich bin hier auch ein Gast im Restaurant, aber leider habe ich mein Geld zu Hause vergessen. Kein Problem, ich gebe einen für dich aus. So gab er sein ganzes Geld aus, bis er keines mehr hatte. Seine unechten Freunde nutzten ihn aus, bis er bald kein Geld mehr hatte. Jetzt stehe ich ohne Hab und Gut auf der Straße. Was soll ich denn jetzt nur tun? Es ist noch eine Hungersnot ausgebrochen. Ich muss mir eine Arbeit suchen, damit ich etwas Geld verdienen kann. Das ist die me letzte Möglichkeit, hier noch einen Job zu finden. Und wenn ich den nicht bekomme, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Was wollen Sie denn hier auf meinem Grundstück? Ich wollte fragen, ob ich hier etwas Arbeit bekommen kann. Na meinetwegen, wenn du damit zufrieden bist, bei den Schweinen zu arbeiten. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich nehme die Arbeit an, weil es keine andere Arbeit, wie es aussieht, für mich gibt. Also, los geht's, an die Arbeit mit dir. Meine Diener hatten bessere Arbeit als ich jetzt hier bei diesem Bauern. Ich bin so hungrig und ich darf nicht mal das Schweinefutter essen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu deinem Diener. Ob mich mein Vater überhaupt noch aufnehmen will? Mein Sohn, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Vater, ich bin nicht mehr wert, es dein Sohn zu sein. Mach mich als deinen Diener. Mein Sohn, ich freue mich so, dass du da bist. Du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Vielen Dank, mein Vater. Das war das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus vor langer Zeit erzählt hat.